Tschüss, ciao. Hey Niki, was ist los? Ja klar, kein Problem. Bei uns ist sowieso ein Infotag an der Schule. Da können wir ja dann einfach zusammen hingehen. Okay, super. Dann rufe ich dich einfach nochmal an, 6 Uhr Zeit und wo wir uns treffen. Genau. Okay, super. Dann bis demnächst. Ciao. Oh, das sieht aber verwirrend aus. Wo sollen wir denn da anfangen? Das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Also als erstes schauen wir uns Wirtschaftsinformatik an. Dann gehen wir zur Musik, laufen rüber zum Seminarkurs, dann gehen wir zur Literatur und zum Schluss möchte ich dir noch Global Studies zeigen. Okay, dann komm mit. So, was kann man sich denn unter Wirtschaftsinformatik vorstellen und wie wirtschaftlich ist der Wirtschaftsteil? Also den Begriff Wirtschaftsinformatik, den finde ich in dieser Richtung nicht passend gewählt. Einfach, es müsste eigentlich heißen Informatik. Der Bezug zur Wirtschaft ist in der Eingangsklasse mit zum Beispiel mit Programmen wie Excel oder auch Access ist angebracht. Aber ab der WG 12, WG 13 geht man auf Datenbanken ein und auf Programmierung und zwar vertiefend. Das ist dann eher nicht betriebswirtschaftlich, sondern reine EDV und vertiefend. Der Begriff mag verwirrend sein, eigentlich müsste er Informatik heißen. Kann man Wirtschaftsinformatik auch ohne Vorkenntnisse wählen? Und wie gefällt Ihnen das, wa? Ja, ich finde, man kann Wirtschaftsinformatik ohne Vorkenntnisse wählen, denn wir fangen hier so gut wie von null an. Deshalb ist es eigentlich nur empfehlenswert, es macht auch Spaß und ist interessant. I've been cheated by you since I don't know when. Mama mia, mama, mama mia, mama. So I made up my mind, it must come to an end. Mama mia, mama, mama mia, mama, look at me now. Darf ich Sie kurz stören? Wie sieht es denn eigentlich mit dem Abitur in Musik aus? Ja, Abitur ist möglich, allerdings nicht als schriftliches Prüfungsfach, sondern nur als mündliches Prüfungsfach, das sogenannte P5. Und ja, man kann sich dort anmelden, wenn man von der 11. bis zur 13. Klasse regelmäßig am Musikunterricht teilgenommen hat. Dann ist das ein ganz normales Prüfungsfach wie alle anderen. Und die Prüfung hat aber eine Besonderheit. Man kann nämlich im Gegensatz zu den anderen Prüfungen im mündlichen Bereich einen fachpraktischen Anteil mit einbringen. Man kann also Klavier spielen, singen, ein Instrument blasen. Und ja, dann hat man im Grunde schon mal ein Drittel der Prüfung überstanden. Und dann ist der theoretische Teil dadurch etwas kürzer als in den anderen mündlichen Prüfungsfächern, also Biologie oder Sport und ähnliches. Was macht man denn so in Musik? Ja, wir haben in Musik ein sehr vielfältiges Programm. Das geht von der Theorie bis zur Praxis. Also in der Theorie machen wir hauptsächlich Musikgeschichte. Da hören wir uns Kompositionen vom Barock bis zur Romantik an und interpretieren die auch entsprechend gesellschaftlich, also biografisch. Und musikpraktisch haben wir schon einige Projekte gehabt. Also wir haben auch mal ein Projekt gehabt, da haben wir eine Band zusammengestellt und haben einen Song geschrieben, aber auch Choreografien zu Musical-Szenen geschrieben. Also es ist ein ganz buntes Programm. Das hört sich ja interessant an, aber die wichtige Frage, müsst ihr auch singen? Singen tun wir auch. Also müssen, das hört sich so an, als ob das uns aufgezwungen werden würde. Also wir machen das natürlich auch gern, weil das so die ganze Atmosphäre auflockert vom Unterricht meistens. Hey Bianca, Nadine, dürfen wir euch kurz was fragen? So, meine Freundin, die möchte sich hier an der JFS bewerben und deswegen erstmal die grundsätzliche Frage, was ist überhaupt das Seminarkurs? Also den Seminarkurs machst du in der 12. Klasse. Es ist praktisch so eine Vorbereitung auf deine Uni-Bachelorarbeit. Und da werden dir am Anfang vom Schuljahr 2 Themen vorgegeben, zu denen du dir dann ein Unterthema und eine Problemstellung herausarbeitest. Im ersten Halbjahr tust du dann den theoretischen Teil ausarbeiten und im zweiten Halbjahr belegst du dann oder widerlegst du deine Problemstellung mit Thesen und mit Interviews, die du geführt hast oder Fragebögen. Gut. So, hallo Frau Dandel. Was kann man sich denn genau unter Literatur vorstellen? Lesen Sie nur Gedichte oder gucken Sie auch Filme?
Also der Literaturkurs 13 beschäftigt sich oft mit fremdsprachiger Literatur, weil ich finde, dass der Blick über unsere deutschen Grenzen zu kurz kommt. Und ich versuche immer auch bildende Kunst reinzubringen, weil wir leider hier kein Fach bildende Kunst an der Schule haben. So, wie gefällt dir denn Literatur? Also mir gefällt sehr gut. Ich lese auch viel und so, also gerade für die Leute ist es natürlich sehr interessant. Aber auch, weil wir jetzt chinesische und japanische Literatur besonders betrachten, was man eigentlich sonst nie macht, kriegt man da so einen Zugang dazu und kriegt so einen Einblick einfach in eine andere Kultur und das ist einfach schön. Was ist denn überhaupt Global Studies? Global Studies ist ein bilinguales Fach bei uns an der Schule. 50% Englisch, 50% Deutsch und hat die Unterrichtsinhalte oder Schwerpunkte Geografie, Wirtschaft und Kultur. Ja, ich habe da was von dem Debating gehört. Was kann man sich darunter vorstellen? Debating, wisst ihr was? Schaut es euch doch am besten selber an. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this debate. Today's motion is studying is the best possibility you have after your degree. To the right hand, you have the proposition, to the left hand, the opposition. And now please welcome the first speaker of the proposition. Ladies and gentlemen, dear audience, dear chairperson, dear timekeeper, first, I want to introduce my group. I'm Teresa, I'm the first speaker. Expertise is important, but not nearly enough today. Therefore, more and more companies are calling for soft skills, social skills, and key skills. Finance information? No, it's fine. It's about interpersonal work and the contact to customers which have to be as competently and professional as possible. In addition to the expertise, a number of personal characteristics, attitudes, abilities and skills are needed, especially in the field of communication and motivation. And the survey of young people says that they all think it's better to go to a foreign country. First, you can Finding think about, yes. You can also improve your social skills while studying. You can do, for example, a semester abroad. I don't know how you would work on your social skills while going to parties or something like that. So, no decline. So we think it's better to do something else after your degree than studying, and this, ladies and gentlemen, are our reasons why this motion must fall. Thank you. Na, und Niki, hast du jetzt einen Eindruck über die ganzen Fächer gewonnen an unserer Schule? Oh ja, das war voll interessant. Jetzt weiß ich auch, was ich wählen soll. Also würde ich nochmal zum Infotag kommen? Oh ja, das war extrem hilfreich. Das freut mich. Ich hoffe, du kommst an unsere Schule. Ja, und ich bedanke mich auch, dass du mich mitgenommen hast. You're just